Moin meine Lieben und willkommen zu einem kleinen Recap zum Rennen in Imola. Und heute, da quatschen wir zum einen zwar über einige sehr strittige Situationen, aber eins können wir vorwegnehmen, denn an diesem Wochenende hat die Formel 1 gewonnen. Die Formel 1 hatte super, super spannendes Rennen, das auch noch im Free TV auf RTL präsentiert. Und insgesamt hatten wir so viele Sachen, wie wir es normalerweise in so 3, 4, 5, 6 verschiedenen Rennen einzeln erleben. Wir hatten eine rote Flagge, wir hatten Regen, wir hatten eine abtrocknende Strecke, wir hatten Fehler bei Fahrern, wo wir es nicht erwarten. Wir hatten spannendes Qualifying, wir hatten darüber hinaus große Crashes und insgesamt super geiles Rennen. Vieles mehr haben wir auch noch gesehen, unter anderem auch schon direkt im Qualifying startend. Die Williams zum Beispiel mit einer guten Pace, die sind beide in Q2 weitergekommen, deswegen da Daumen hoch für das Team. Das war richtig, richtig gut. Die Rennperformance war dann eher ein bisschen mager, aber da quatschen wir später nochmal drüber. Darüber hinaus dann weiter vorne der Strahlemann auf Platz 1, Lewis Hamilton, wo ich dachte, huiuiui, richtig starke Performance. Der Sieger des Qualifyings zweifelsohne, weil insbesondere die beiden Red Bull von sich behaupteten, sie hätten die Pole rein pace-technisch holen müssen, haben allerdings beide einen Fehler gemacht. Und dementsprechend hat Lewis Hamilton die Pole geholt in einem Auto, das eigentlich nicht hätte die Pole holen können. Aber wenn eben andere Fahrer mitspielen und in dem Fall Fehler machen, dann tut er das. Allerdings ging es dann am Renntag so ein bisschen holprig los für Hamilton. Zuallererst, aber sei erwähnt, Sergio Perez auch mit einem super Qualifying, nachdem er in Bahrain schon in Q2 raus war. Hier jetzt auf Platz 2 vor Max Verstappen. Max Verstappen allerdings, und das Rennen ging ja im Regen los, ist genau wie Lewis Hamilton ziemlicher Regenexperte. Verstappen schießt los vom Startplatz Nummer 3, ist in Kurve 1 schon auf Platz 1 vorgedrungen. Und Lewis Hamilton war da so ein bisschen naiv in der ersten Kurve. Der war nämlich neben Max Verstappen und hat gedacht, der lässt ihn in der Schikane einfach neben sich. Nö, Verstappen hat das gemacht, was Hamilton, was Rosberg, was viele, viele andere Fahrer auch tun oder tun würden in so einer Situation. Sie lassen halt dem Fahrer außen den Platz ausgehen. Und genau das hat Verstappen mit Hamilton gemacht. Da fand ich Hamilton ein bisschen naiv und das hat mich sehr gewundert, dass der da wirklich drauf eingeht. Für mich ist es halt nicht so super schönes Racing, das sage ich halt immer wieder bei sowas. Aber es ist halt gestattet und die Fahrer machen das halt auch, logischerweise, easy peasy. Und Hamilton hat dann Flügelschaden gehabt, den er dann eine ganze Weile mit sich getragen hat. Und dann haben die beiden halt einfach den Ton vorne angegeben und einfach gezeigt, was in den Autos drin steckt und was sie halt auch im Regen machen können. Verstappen hat das Rennen super lange angeführt, Hamilton kam irgendwann ein bisschen näher und hat dann einen entscheidenden Fehler gemacht, nämlich auf die nasse Spur zu wechseln, was halt Max Verstappen zum Beispiel erspart geblieben ist beim Überrunden. Der hat das nicht gemacht und dementsprechend muss man auch da sagen, Hamilton mit einem weiteren kleinen Schnitzer. Das ist eben durch Ungeduld entstanden und nicht ganz 100% perfekt. Die Driver of the Day sind für mich demnach Lando Norris zum einen, der einen dritten Platz geholt hat, nachdem ihm der dritte Platz schon durch Track Limits am Samstag aberkannt wurde. Das ist auch so eine leidige Diskussion. Wir hatten in Bahrain das eine Extrem, hier hatten wir gefühlt das andere Extrem und ich persönlich finde das aus Bahrain ein bisschen cooler, dass man vielleicht ein bisschen kulanter ist, insbesondere in Kurve 9, wo es halt nichts bringt, aber da sind irgendwo auch die Formel 1 Fans selbst schuld, dass sie halt so einen lauten Aufschrei gemacht haben um die Track Limits. Und darüber hinaus, auch wenn er den Safety Car Restart fast vermasselt hätte, Max Verstappen, der ist nämlich auch sonst fehlerfrei gefahren. Und selbst wenn er da die Position gegen Charles Leclerc verloren hätte beim Safety Car Restart, er hätte das Rennen easy gewonnen. Insgesamt also eine super Vorstellung von diesen beiden Piloten. Lewis Hamilton ist für mich dann halt in dem Moment eine Riege dahinter, definitiv, weil der hat zwar ein starkes Comeback gemacht, aber trotzdem halt zwei entscheidende Schnitzer. Zum einen beim Start eingebaut und zum anderen im späteren Rennverlauf durch eben das Manöver, ich glaube, als er Latifi überrunden, nee, Moment, das war ein anderes Auto, als er irgendein Auto überrunden wollte. Besonders stark war auch wieder mal Ferrari. Die haben super Rennen abgeliefert und auch wenn es auch schon in Bahrain nicht ganz gereicht hat, um Lando Norris das Wasser zu reichen im McLaren, so konnten sie auch hier mal wieder einen McLaren hinter sich lassen, in dem Fall auch Carlos Sainz. Ricciardo braucht wohl noch ein bisschen Eingewöhnungszeit im Team, das hat man auch damals bei Renault beobachten können, aber da muss man definitiv sagen, zum einen Lando Norris super stark und zum anderen Ferrari richtig gut aufgetreten und ein Team, das hat mich so ein bisschen überrascht. Zum einen recht negativ, Yuki Tsunoda hat sowohl im Rennen Spinaller gemacht, als auch im Qualifying das Auto weggeworfen und auch wenn ich schon vor der Saison, vor Saisonstart und vor Testfahrten
überzeugt von dem Japaner gewesen bin, muss ich sagen, gebt dem noch ein bisschen Einarbeitungszeit, denn dieser 9. Platz in Bahrain, den er sich geholt hatte, der hat so ein bisschen zu großen Hype ausgelöst, weil das Auto war in Bahrain super, super, super stark und Yuki Tsunoda ist zwar ein gutes Rennen gefahren, aber halt nicht ein überragend krasses Rennen. Noch würde ich sagen, ist er auf jeden Fall hinter Gasly. Ich glaube aber, dass sich das im Laufe der Saison ändern wird, aber das ist ein anderes Thema. Aber nicht overhypen, weil in Imola haben wir gesehen, dass sowas auch ein bisschen nach hinten losgehen kann, wenn man eben zu hohe Erwartungen an einen Fahrer hat. Bei Pierre Gasly hat dann Toro Rosso etwas versucht, was ich nicht ganz verstanden habe. Die Fahrer sind größtenteils auf Intermediates gestartet und Pierre Gasly auf Platz 5 qualifiziert, soweit ich mich erinnere, hat dann die Heavyweights zum Start bekommen. Warum geht AlphaTauri so ein großes Risiko ein? Das ist ein Team, das von der Fahrzeugperformance her definitiv im vorderen Mittelfeld angesiedelt ist und Pierre Gasly hätte da zweifelsohne auch gegen die McLaren und auch gegen die Ferrari fighten können, wenn er da halt auf dem richtigen Reifensatz unterwegs gewesen wäre. Schwierige Sache, in dem Fall würde ich sagen, hat das Team eine Fehlentscheidung gehabt, insbesondere dann auch Yuki Tsunoda, bei dem hätte man das Risiko vielleicht eher eingehen können und wenn es dann passt mit den Reifen, dann holt sie eben auch Pierre Gasly auf die Heavyweights, aber so war das Wochenende dann leider größtenteils nichts für das Team. Ebenfalls erwähnt sei Alpine, die hatten nämlich ein großes Upgrade-Paket angekündigt für Imola, weil sie zum Saisonstart nicht ganz fertig geworden sind mit dem Auto und das hat nicht gezündet. Insgesamt ist das Auto doch ziemlich, ziemlich schwach und eher recht weit hinten im Mittelfeld angesiedelt. Wenn, dann würde ich sagen, waren sie sogar in dem Fall fast nur schneller als die Haas. Und das ist ziemlich, ziemlich schwach, wie ich finde. Tatsächlich muss man da aber auch Ocon loben. Der hat nämlich Fernando Alonso sowohl im Qualifying als auch im Rennen dann die Stirn geboten und hat sich da durchsetzen können. Und das hätte ich gerade nach Bahrain, wo Alonso auf Anhieb schneller war als Ocon, sowohl in Quali als auch in Rennen, nicht erwartet. Insofern braucht vielleicht auch der zweifache Champion noch ein bisschen Eingewöhnungszeit, bis er nach 2 Jahren Pause wieder so ein bisschen in die Formel 1 reinkommt. Er hat, glaube ich, selbst gesagt, der braucht so vielleicht 5 Rennen. Und trotz allem, durch eine Bestrafung letztlich von Kimi Räikkönen am Ende des Rennens, wo man auch später nochmal drüber diskutieren kann, tun wir auf jeden Fall, würde ich sagen, da ist Alonso noch auf Platz 10 vorgerückt, Ocon auf 9, immerhin Alpine, also mit den ersten Punkten. Aber darauf sollte man sich nicht zu sehr ausruhen. Ich hoffe, dass da noch weitere Schritte bei dem Team kommen. Kommen wir dann zu großen Enttäuschungen und einem großen Helden. Zum einen Sergio Perez, der ist eigentlich dafür bekannt, dass er, ich sag mal, immer da ist, wenn es was abzuholen gilt. Allerdings ist er in Regenbedingungen nicht unbedingt der beste Fahrer. Das hat man schon in 2019 gesehen, in Deutschland beispielsweise, wo eben Lance Stroll sehr gut unterwegs war, er hingegen Probleme hatte. Das hat man 2020 immer wieder gesehen, als es Regenrennen gab. Lance Stroll blüht da förmlich auf, während ein Sergio Perez sich da immer wieder ein bisschen schwer tut mit. Aber das war halt ein bisschen schade, dass Sergio Perez, obwohl er zwischenzeitlich sehr, sehr gut unterwegs war, dann am Ende doch das Auto nochmal weggeworfen hat und eben halt nicht im Regen, sondern unter regulären Bedingungen. Allerdings würde ich das Wochenende als positives Signal deuten. Er hat zwar das Auto weggeworfen, hat im Endeffekt keinen Punkt geholt an diesem Wochenende. Nichtsdestotrotz, man hat gesehen, dass die Pace und die Performance da ist, dass er halt eben sehr weit vorne mitspielen kann. Allein schon im Qualifying hat er das bewiesen und später im Renntrim war das ja eigentlich auch ziemlich gut, was er da abgeliefert hat. Eine große Enttäuschung war auch Sebastian Vettels Wochenende. Während er in Bahrain noch größtenteils im Rennen zumindest ohne externe Probleme unterwegs sein konnte und sich das Rennen letztlich selbst verbockt hat, war es halt hier wirklich zum Mäusemelken. Das Qualifying verlief zwar ohne große Probleme, allerdings dann zum Rennstart erstmal technische Probleme. Muss aus der Box starten, später auch noch 10 Sekunden Stop-and-Go-Penalty aufgrund einer Formalität. Die Strafe muss man dann halt letztlich anwenden, aber insgesamt ist das halt alles so super, super weird und super random. Und ja, sehr, sehr viel Pech an diesem Wochenende gehabt, insofern schwieriges Wochenende für ihn. Auch ein bisschen schwierig hier und da war es für Mick Schumacher. Der hat nämlich unter anderem auf der Start-Ziel-Geraden einmal das Auto weggeworfen. Trotzdem insgesamt eine ziemlich ordentliche Performance. Ich bin keiner von denjenigen, die jetzt Mick Schumacher ausschließlich loben und Mazepin ausschließlich dann haten für gewisse Situationen. Aber man muss halt einfach sehen, dass Mazepin pacetechnisch noch deutlich hinter Mick Schumacher herhinkt. Und das ist ein ziemlich gutes Zeichen für Mick Schumacher, denn in der Formel 2 waren die pacetechnisch nicht so super weit auseinander voneinander.
Aber jetzt schafft es Mick Schumacher tatsächlich, sich zu distanzieren. Und das ist das Beste, was du als Rookie machen kannst. Die Stewards hörten den Fahrer von Wagen 63, den Fahrer von Wagen 77 und die Teamvertreter an und überprüften mehrere Blickwinkel des Videobeweises und der Telemetrie. Wagen 63 näherte sich Wagen 77, um nach der Startgeraden zu überholen, einige Runden nach dem Neustart, als DRS gerade aktiviert worden war. Wagen 77 behielt seine Linie während des gesamten Vorfalls entlang der rechten Seite der trockenen Linie bei und ließ zu jeder Zeit mindestens eine volle Wagenbreite nach rechts. Wagen 63 näherte sich mit einem deutlichen Geschwindigkeitsvorteil. Er setzte zum Überholen auf der rechten Seite an. Als sich die Fahrzeuge dem Knick von Kurve 1 näherten, verringerte sich der Abstand zwischen ihnen und der rechten Seite der Strecke. Zu keinem Zeitpunkt manövrierte eines der beiden Fahrzeuge unkontrolliert. Die Strecke schien in Kurve 1 nicht besonders nass zu sein, aber am Punkt der größten Annäherung an den rechten Streckenrand trafen die rechten Reifen von Wagen 63 auf eine besonders feuchte Stelle und der Wagen geriet ins Schleudern. Wenn man bedenkt, dass der Wagen bei geöffnetem DRS wenig Abtrieb im Heck hatte. Insgesamt klingt es nach einer sehr sachlichen Aufarbeitung der Ereignisse, die sich da abgespielt haben. Und das klingt auch sehr, sehr neutral erstmal. Für mich persönlich kommen da verschiedene Sachen raus. Zum einen, Valtteri Bottas hat da nicht abrupt nach rechts rausgezuckt, wie das manch einer behauptet. Und zum anderen hat er einfach ganz normal der Ideallinie gefolgt. Und das konnte man da auch sehen. Und die Ideallinie, die verläuft da halt nun mal. Und gerade in der Position von Valtteri Bottas, da wirst du den Teufel tun, da die Ideallinie zu verlassen, nur um jemand anderem nochmal deutlich mehr Platz zu lassen, als er ohnehin schon hatte. Gerade wenn du Sekunden vorher Lewis Hamilton gesehen hast, wie der eben fast sein Rennen beendet hätte, nur weil er kurz mal auf einer feuchten Stelle unterwegs war. Und auch Valtteri Bottas hat seine Erfahrung schon mal gemacht mit Slicks auf nasser Fahrbahn. Deutschland 2019 ruft an und lässt grüßen. Für mich ist in dieser Situation glasklar, was passiert ist. Ein Auto kam mit sehr viel Überschuss an und wollte an einer Stelle überholen, an der es halt nicht so einfach möglich war, zumindest zu dem Zeitpunkt. Später haben wir sehr viele Manöver gesehen, die da ähnlich eng oder noch enger vonstatten gegangen sind, mit einem Unterschied, da war es halt nicht so super nass. Und während Valtteri Bottas in dieser Situation sich 100% regelkonform und normal verhalten hat und einfach nur der Ideallinie gefolgt ist und außen war immer mehr als eine Wagenbreite Platz, hat man da halt bei George Russell gesehen, der wollte halt mit dem Überschuss vorbei, ist dann auf eine feuchte Stelle gekommen, hat vielleicht sogar das Gras geklippt und hat sich gedreht und dabei den Bottas abgeschossen. Und da ist mir persönlich nicht verständlich, wie man auch nur eine geringe Teilschuld bei Valtteri Bottas sehen kann, weil der fährt einfach nur seine Linie. Alles, was der macht, ist gerade einfach normal, das Rennen zu fahren. Und wenn man halt hinterher fährt, dann muss man sich des Risikos bewusst sein, was passieren kann, wenn man auf eine feuchte Stelle geht, um zu überholen oder zu überrunden. Ich habe zuvor den Fehler bei Lewis Hamilton gecallt, als der quergestanden ist bei einer Überrundung. Und hier muss man eindeutig sagen, George Russell hat halt einen klaren Fehler gemacht, da er bei einem Überholmanöver auf eine feuchte Stelle gekommen ist und sich da halt auch rausgedreht hat. Da ist rein technisch gesehen überhaupt kein Unterschied. Nur halt, dass es bei George Russell bei einer super hohen Geschwindigkeit war, das war halt sehr, sehr riskant, das Manöver allgemein. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass George Russell halt in dem Moment ein Exempel statuieren wollte und das persönliche Verhältnis zwischen Valtteri Bottas und George Russell absolut nicht geil ist. George Russell hat im nachträglichen Interview dann auch noch gesagt, dass man mit dem Mercedes ja eigentlich deutlich weiter vorne kämpfen müsste und so weiter und so fort. Das sind alles irgendwie persönliche Tiefschläge gegen Valtteri Bottas, die absolut nichts mit dem Unfall zu tun haben. Auch wie er sich direkt nach dem Unfall verhalten hat, dann direkt zu Bottas rüberzugehen, ihm nochmal einen Klaps auf den Helm mitzugeben. Das ist alles super, super komisch. Von Valtteri Bottas natürlich auch nicht die feinste Art, direkt den Mittelfinger wieder zurück rauszustrecken. Aber ich verstehe das nicht ganz. Gerade in einem Rennwagen sollte man nicht ein Exempel statuieren wollen, sondern dann halt sich vernünftig auf der Fahrbahn bewegen. Während Toto Wolff dann erst so ein bisschen, ich sag mal, hin und her gerudert ist und kein klares Statement wiedergegeben hat und auch so ein bisschen von Bottas gesagt hat, dass der halt ein bisschen hin und her gefahren ist, war da doch letztlich der Tenor ziemlich klar, nämlich, naja, auch wenn er es scherzhaft gesagt hat, George Russell ist an guten Tagen in einem Mercedes dann unterwegs, aber wenn er so weitermacht, würde er halt eher zum Clio Cup tendieren und heute war das halt eher Clio Cup. Und auch wenn das erstmal ein Scherz ist und scherzhaft klingt, dann finde ich insgesamt klingt das dann doch schon sehr, sehr hart
George Russell gegenüber. Aber den Schuh muss er sich anziehen, weil das ging meiner Meinung nach zu 100% auf seine Kappe. Er war sich des Risikos bewusst, in dem Moment war die Ideallinie halt deutlich schmäler und damit halt auch die befahrbare Fahrbahn in dem Moment deutlich schmäler als in einem normalen Fall. Und wenn du das Risiko halt eingehst, neben der Ideallinie da zu überholen im Nassen und es kracht letztlich, dann ist es deine Schuld. Genau wie es halt zuvor Lewis Hamiltons Schuld war, dass er abgeflogen ist. Und eine Sache verstehe ich aber trotzdem nicht ganz in dieser ganzen Rezeption. Es heißt immer wieder jetzt, meine Güte, der Bottas hätte ja noch mehr Platz lassen können für den Russell in Anbetracht der Umstände. Nee, das verstehe ich halt wirklich überhaupt nicht. Schauen wir uns doch mal Monza 2019 an. Charles Leclerc zieht Lewis Hamilton voll vor die Kiste, schiebt den auch noch leicht raus aufs Gras, nachweislich aufs Gras rausgeschoben. Ich weiß doch, dass super viele Leute damals gejubelt haben, dass der doofe Hamilton endlich mal ein Rennen nicht gewinnt und dass Charles Leclerc gewinnt. Und eine Sache stößt mir ein bisschen sauer auf mittlerweile, nämlich, dass wir die Bewertung von solchen Zwischenfällen häufig in Anbetracht dessen auch miterleben, welche Persönlichkeit da gerade wie involviert ist. Ich kann mir vorstellen, wenn es genau andersrum gewesen wäre, wenn Valtteri Bottas George Russell überholen will und dann auf die nasse Fahrbahn gerät und George Russell vor der Kanne abschießt, dass wir dann nicht darüber diskutieren würden, dass George Russell dem Valtteri Bottas noch mehr Platz lassen könnte, sondern dass der doofe Bottas, wenn er schon mehr als eine Wagenbreite Platz hat, dann das Auto bitte auch auf der Strecke halten soll. Und das finde ich echt mittlerweile sehr, sehr schwierig. Das finde ich super, super anstrengend und tatsächlich auch extrem nervig. Ich hoffe, dass euch die Aufarbeitung der ganzen Themen hier gut gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst dem Video doch gerne einen Daumen nach oben da, gerne ein Abo raushauen, beim nächsten Mal wieder dabei sein. Und ansonsten hoffe ich, dass die nächsten Formel 1 Rennen ähnlich spannend werden wie dieses hier. Und bis dahin euch eine gute Zeit. Haut rein.